Hey Leute, ich bin's, euer Dweet, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich sehr, denn wir haben es tatsächlich geschafft, über 1500 YouTube-Abonnenten, und die haben mich zum YouTube-Partner gemacht, schneller als gedacht. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Danke für euren Support. Auf Twitch ist jeden Abend auch richtig Halligalli, ja. Bock mal wieder megamäßig, wenn ihr so alles schreibt und mir die Fragen stellt und ich euch das Ganze so beantworten kann und so. Und die Community so mega geil. Ey, kannst du mir mal helfen? Hier, das Game buggt da und da. Hier, ich konnte nicht 122 rennen, weil das dritte Portal öffnet sich nicht. Und jeder hilft einem. Jeder hilft einem, und das finde ich mega mäßig. Das Einzige, was wir nicht bieten können, ist, jeder will den scheiß Gürtel haben. Ja, tut mir leid, die Anzahl ist begrenzt, und wenn einer da ist, dann wird er auch verkauft oder untereinander verteilt, aber leider können wir das nicht immer abbilden, weil jeder möchte gern diesen Gürtel haben. The Trial, die Verhandlung. Von diesem Gürtel hier ist die Rede, und ja, der ist halt relativ selten. Kleiner Trick, ihr könnt euch mit einem Kollegen quasi, könnt ihr die Händlerin suchen, dann darf der die Gruppe aufgemacht hat, der darf nicht lieben, sondern sein Partner, also der joint quasi, und dann könnt ihr einfach die Händlerin suchen, in den Dungeon gehen, und dann kann der andere lieben, also wichtig, nicht der die Gruppe aufgemacht hat, einfach ins Hauptmenü, dann wieder rein ins Game und dann wieder ins Portal. Wenn die vorne steht, könnt ihr einfach hinlaufen und ansonsten zu den Porten, und dann könnt ihr versuchen, so die Verhandlung zu bekommen, weil das refresht, ja? Also die hat dann immer neuen Stuff für euch drin. Nur mal ein kleiner Trick von mir an dieser Stelle, ein kleines Goodie, ja, in diesem Video. Lohnt sich immer, glaube ich, hier einzuschalten. Und ja, böse Zungen behaupten, ich würde mit diesem Bild hier keine Statuseffekte, only Material Damage, würde ich S+ nicht alleine mit 81 rennen können. Ich wollte deswegen dieses Gameplay-Video zeigen. Damit gehöre ich zu einem der wenigen Zweihänder, die ohne Statuseffekte S+ auf 187 geklärt haben. Und das freut mich natürlich. Aber ganz ehrlich, könnt ihr auch jeden Abend im Livestream sehen, was ich so reiße. Deswegen, wie gesagt, das Bild ist auch meiner Meinung nach im Early Game spielbar. Ich verlinke das Bild extra hier unten in der Infobox, auch im Kommentar. Ja, da könnt ihr genau sehen, was ich skille. Ich erkläre ein bisschen was dazu. Das Update, ja, kommt hier unten, wird verlinkt. Und schaut euch das einfach an, falls euch das interessiert. Ich zeige euch nur kurz meine Basic Stats. Also natürlich alles in Zähigkeit, weil wir brauchen wirklich die Widerstände, um das zu schaffen. Wir haben einen Gesamtschaden durch die Attribute von 710%. Wir haben einen durchschnittlichen Schaden von ca. 30.000. Only Material. Wir haben, wir laufen mit fast 130.000 HP rum. Und ja, was wäre noch für euch wichtig? Ganz klar hier die Widerstandstypen und der Widerstand in sich. 83,3%, 81,6% und Okkult 80,3%. Also alles um die 80%, und wirklich, eigentlich sind wir mit diesem Bild unsterblich, so gut wie unsterblich, außer man passt nicht auf oder man dodgt nicht oder sonst irgendwas. Also man kann auch wirklich relativ einfach stehen bleiben. Das sollte machbar sein. Natürlich kann man die Werte erst im Endgame erreichen, das ist mir auch klar. Das möchte ich auch nur noch mal jedem vermitteln. Das, was ich hier gerade zeige, ist wirklich Endgame-Content. Und ja, aber daran kann man sich ungefähr orientieren, was man so braucht. Zum Gear, das muss optimiert werden. Den größten Benefit habe ich quasi aus den Transition Time Games gezogen. 25% Transferzeitsenkung zwischen Willenskraft und Wut. Die habe ich in alle blaue Sockel reingehauen. In die grünen habe ich HP reingehauen. Den Gürtel habe ich gesagt, der ist keine Pflicht. Macht uns aber wirklich das Leben leichter, muss man dazu sagen. Die Brust, Quilitux Frostgewebe, konnte ich nicht zocken. Die Crit-Brust. Weil mir dann die Resis gefehlt haben. Ja, das ist ein ganz einfacher Grund. Deswegen habe ich wieder umgeskillt und habe die schwere Brust und den Helm reingenommen, ja, um dann quasi es wirklich einfacher zu haben, durch die Resis länger zu stehen und trotzdem guten Schaden zu fahren. Aber wie gesagt, der höchste Benefit ist über die Transition Time, sodass ich über 750 Wut ziemlich oft die Bleeding Edge casten kann, blutiger Schnitt. Und ja, das,
das war quasi so nochmal der Sprung nach oben, der mir das Leben erleichtert hat, weil so kann ich echt in der Burst-Phase, wenn das Schild crackt, am Boss kontinuierlich hohen Damage fahren. Und das ist auch das Geile an dem Bild, wir können über das Material Damage Bild, sind nicht abhängig von irgendwelchen Statuseffekten, die uns dann quasi buffen, um uns dann den Initialschaden zu erhöhen, sondern wir haben kontinuierlich hohen Schaden. Und natürlich kann man mit den Statuseffekten den Trash zum Boss bullen, sich dann die Stacks aufbauen und das Ganze machen. Kann man so spielen, ich wollte es aber schaffen, ohne Statuseffekte Bosse zu killen und das in einer guten Zeit, weil ganz ehrlich, wenn so ein Regeneration-Boss kommt, ja, mit Zähigkeit und was weiß ich noch, was für ein Schild, dann Happy Birthday, weil dann baut ihr auch nichts mehr mit Statuseffekten auf, das kann ich euch sagen, aber mit diesem Bild killen wir die, ja, mit diesem Bild cracken wir jeden Boss und das ist ziemlich geil und das war auch das Ziel und die Idee dahinter. Macht mir Spaß, ich werde noch andere Builds bauen, ich werde euch zeigen, was in dem Game so möglich ist und jetzt würde ich sagen, einfach ein bisschen Gameplay, habt Spaß dabei und wenn es euch gefällt und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst doch ein Abo da oder schaut auf Twitch vorbei, würde mich freuen, wenn ich privat mal mit euch schreiben kann oder persönlich. Und ja, ansonsten Discord sind wir auch da. Schöne Community baut sich hier auf rund um Bolzen. Und Gameplay-Video, let's go. Viel Spaß und Dankeschön. So, dann wollen wir mal klären. 187 Modifikator. Jawohl, Bewegungsgeschwindigkeit rein damit. Ah, Status-Effekt-Widerstand rein. Okay, komm, besser als irgendwas anderes. Gesamtwert der elementaren Widerstände ist bei uns egal. Boah, das war echt nicht so cool. Nehmen wir Spezialisten Sperrhagel und dann passt das schon. So, akzeptieren das Ganze und dann wollen wir mal rein. Ich werde nicht so den Druck machen. 5 Minuten sind easy drin. Aber ich will ja auch ein bisschen was erklären. Also ganz normal die Rota, Blutung drauf. Ja, erst mit dem Griff des Heschers die Mobs ranziehen, damit der Ätherschaden getriggert wird. Das sorgt natürlich für eine Menge Schaden. Man könnte jetzt noch ein bisschen schneller unterwegs sein, wenn man die Kriegsfahrt nimmt. Aber da das uns jetzt mal ein bisschen egal ist, also wir machen jetzt hier auch keine 10 Minuten draus, aber ja. Der Damage ist halt top. Seit wir die Transition geändert haben, seht ihr, wir haben fast keinen schwarzen Balken mehr. Also null Wutprobleme. Ja, und mit 2 Wuttränken ist das auch easy zu machen. Was eine Menge Zeit spart, ist, wenn man die Dicken auslässt. Also diese Riesen, die aus dem Boden kommen. Wenn man die auslässt, spart man sich eine Menge Zeit, weil die folgen einen nicht bis zum Ende. Richtig nervig ist der Sperrtyp. Den hasse ich wie die Pest. Schurken ist eigentlich das... die Schurken sind eigentlich die besten. Lag. So, den gucken wir uns an, bevor wir uns den schnappen. Erfüllt von Feuer, erfüllt von Gift. Ja, den nehmen wir mit. Schurke. Perfekt. Die können wir gerade beide killen. Die nehmen wir uns beide gerade mit. So, der Dicke ist geplatzt. Also für alle, die sagen, man braucht unbedingt Statuseffekte, hiermit beweisen wir das Gegenteil. Auf das Gear bin ich ja schon eingegangen. Das war so quasi das Wichtigste. Gear-Optimierung ist einfach das Wichtigste. Und wenn man das durchgezogen hat, dann ist man auch wieder ready für S+ 187. Schön unser Roter. Oh. Noch ein Schurken. Super. Den ziehen wir mal ein bisschen mit zum Trash. Damit wir hier ein bisschen vorankommen.
Wieder ist der Boss da unten oder da hinten. So, bei der Damage-Phase potte ich immer rein, damit ich die 1,3, 1,2 Millionen auch schön durchbringen kann. Ich versuche den Fünfer-Buff dann auch kurz vorm Break immer aufzubauen. Das ist natürlich dann Ultra-Premium. Gut wäre es, wenn du den auch aufrecht erhältst. Das habe ich jetzt nicht ganz so perfekt gemacht. Fünfer-Buff holen. Von den Flügel des Ichmirs und dann halt weiter, ne? Ob du das Ganze hier in einer guten Zeit schaffst, ist meiner Meinung nach auch ein bisschen glückabhängig. Weil, wenn da einer mit Zähigkeit Regeneration kommt, dann kostet das schon echt eine Menge mehr Zeit. Aber wie gesagt, mit dem Gear-Update und dem Build-Update, was ich euch hier zur Verfügung stelle, ist S+ mit den Stats kein Problem mehr. So, jetzt bewegen wir uns einfach Richtung Boss. Wenn es geht, triggern wir den nicht. Ah ne, der ist da unten, ne? Müssen wir... wahrscheinlich... daher, ja. Ganz locker runtergespielt, ja. Kein Stress. Wie gesagt, mit dem Kriegsfahrt geht es noch schneller. 5 Minuten sind auch schon geknackt mit dem Bild, also wir können wieder 187 S+ farmen. Und das macht auch dann Sinn. Macht ja auch Spaß. So, was haben wir? Ah, wir haben vielleicht ein bisschen Glück. Kein... ja, wir haben ein bisschen Glück. Jetzt müssen wir den nur noch sauber runterzocken. Wie der geht. Das meine ich halt. Ne? Wenn der richtige Mob kommt, dann putzen wir den auch schön runter. Mit dem Bild. Kontinuierlich hoher Schaden ohne Statuseffekte. Und das ist auch der Sinn der Sache. So eine Damage-Phase. Crack down. Sechs Minuten 17. Ohne großen Stress. Ja, ich hoffe, euch hat meine kurze Erklärung gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte all denen beweisen, dass man keine Status-Effekt-Buffs braucht, um das zu clearen, auch in 5 Minuten. Solo zu clearen mit Stufe 81, ja, alles möglich. Da ist noch viel Potenzial. Einige Nodes sind buggy und da kommt noch was, ja. Also das Bild, das hat noch richtig Potenzial. Und ich habe einfach auch Spaß dabei, meine Zweier zu zocken. Ich habe Bock darauf, genau dieses Bild zu zocken. Und ich werde das auch mit anderen Builds noch zeigen, was alles möglich ist in dem Game. Und ja, ich freue mich. Lasst doch ein Abo da. Bis dann, euer Dreed. Ciao, ciao.